Hallo Bundesliga, schön, dass du wieder da bist und es könnte ja diese Saison auch richtig spannend werden. Und schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind, hier bei Lage der Liga bei Bild und damit ganz herzlich willkommen heute mit diesem großen Thema. Der Bundesliga-Restart startet mit Leipzig gegen Bayern, ein 1:1 ist es am Ende. Choupo-Moting jubelt und trifft weiterhin, strittige Szenen gab es auch und Jan Sommer, die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten, kann schon den Reklamierarm. Wolfsburg freut sich über ein 6:0 gegen Christian Streich und Freiburg. Bruno Labbadia jubelt über ein 1:1 mit dem VfB und Steffen Baumgart. Der hat aber mal allen Grund zum Jubeln, nämlich dank eines 7:1 Erfolges gegen Werder Bremen. Apropos Werder Bremen. Mit dem Geschäftsführer Sport sprechen wir dann hier gleich in der Sendung. Bin ich mal gespannt. Ja, ich weiß nicht, wie gut er drauf ist. Ich bin auch mal gespannt. Wir machen ihm trotzdem gute Laune. Man muss ja ehrlicherweise sagen, in der Tabelle hat es Werder Bremen nicht das Genick gebrochen. Wir wollen aber natürlich auch sprechen über die Bayern und dann auch mit Hasan Salihamidžić im Laufe dieser Sendung. Aber jetzt erstmal spreche ich mit dir, Walter Straten. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Der Mann, der dieser Sendung seinen Namen gegeben hat. Also weiter. Bundesliga ist wieder da. Das heißt, du hattest auch genügend Stoff für deine Lage der Liga. Ja, da gab es genug. Ne? Der Meisterkampf, der nicht zu Ende ist, sondern jetzt richtig losgeht. Dortmund, Reus, es gibt alles Mögliche. Und natürlich die Klatschen von Köln. Hören wir uns doch mal an, wie wir diesen Spieltag am besten zusammenfassen und interpretieren können. Und zwar mit Walter Stratens Kolumne, die Lage der Liga. Ja, wo sind denn die Bayern-Verfolgerchen? Freiburg verklatscht schießbudenmäßig. Frankfurt rückt auf und Leipzig ist so weit weg wie vorher. Die Bayern-Bosse können den Puls wieder runterfahren. Der Unfall von Manuel Neuer hatte beim Liga-Neustart null Einfluss. Beim 1:1 in Leipzig stand mit Jan Sommer eine sehr ordentliche Notnummer 1 im Tor. Was man gerne wissen würde, hat Manuel Neuer eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass er mit seinem leichtsinnigen Skiausflug sich selbst und dem Arbeitgeber geschadet hat? Neuer schweigt. Naja, bis auf ein paar Instagram-Botschaften. Und worüber Fans diskutieren? Könnte sich Bayern eigentlich einen Teil der Sommerzusatzausgaben von Neuer zurückholen? Juristisch vielleicht möglich, aber sehr schwierig. Obwohl in den DFL-Musterverträgen Risikosportarten in der Freizeit verboten sind. Ob die Bayern-Chefs die Frage schon mal besprochen haben? Das klären wir nochmal, ob die schon mal über die Frage gesprochen haben. Heute in dieser Sendung auf jeden Fall noch weiter. Freitag also der Auftaktneustart der Bundesliga 1:1 Leipzig gegen Bayern. War der deutsche Rekordmeister für dich schon meisterlich oder hat man dem einen oder anderen Spieler den WM-Frust noch angemerkt? Ich würde mal sagen, es war semi-meisterlich. Die Bayern haben eine Halbzeit ziemlich klar dominiert. Insgesamt war es aber eigentlich zu wenig. 7 Torschüsse, das ist Minusrekord in dieser Saison für die Bayern. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Hören wir uns an, was die beiden Trainer zur Leistung ihrer Teams zu sagen hatten, sowohl Marco Rose als auch Julian Nagelsmann. Wir hätten schon gerne gewonnen, weil wir, glaube ich, auch zweite Halbzeit näher dran waren. Erste Halbzeit waren wir zu unsauber. Wir haben einen Fehler zu viel gemacht. Leipzig hat jetzt auch nicht Hülle und Fülle von Chancen, ehrlich gesagt, sondern wir haben einen Fehler zu viel gemacht und der wurde bestraft und haben selber nicht genug Kritik kreiert, um jetzt 2 oder 3 Tore zu erzielen. Und dann am Ende ist der Punkt für uns, glaube ich, wertvoller als für Leipzig. Blicken wir doch gleich mal dann auf die Tabelle, wie dieser Punkt sich dahingehend auswirkt und sprechen nachher, wie gesagt, auch noch mal mit Bayern-Vorstand Hasan Salihamidžić über den deutschen Rekordmeister und Jan Sommer. Hier sehen wir die Tabelle, Walter, können wir gemeinsam draufblicken. Die Bayern auf der 1, Eintracht Frankfurt, Union Berlin und der SC Freiburg punktgleich als Bayern-Verfolger Nummer 1 sozusagen. Die teilen sich das durch 3 und auf der 5 dann RB Leipzig durch diesen Punkt. Wolfsburg, Dortmund, Gladbach und wir sehen Werder Bremen trotz der hohen Niederlage noch immer auf Platz 9 als Aufsteiger. Ist das okay, oder? Das ist okay. Nicht viel passiert für Werder, trotz der Klatsche. Also das Ding können sie leicht auffangen. Und Bayern hat jetzt mehrere Jäger. Also wie sagt der Weidmann, viele Jäger sind des Hasen tot. Ich wusste, dass dieser Spruch kommt. Ich würde sagen, sprechen wir doch mit Frank Baumann. Der ist uns jetzt live zugeschaltet, der Geschäftsführer Sport von Werder Bremen. Herzlich willkommen auch an Sie bei die Lage der Liga. Moin aus Bremen. Herr Baumann, in den ersten 35 Minuten ein totaler Blackout. Da war eigentlich schon klar, dass dieses Spiel nichts mehr wird für Werder Bremen. Haben Sie eine Erklärung dafür und was haben Sie um Punkt 18.50 Uhr gestern Abend gedacht?
Was habe ich um 18:50 gedacht? So eine Scheiße, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Entschuldigung für den Ausdruck, aber auch wenn sich das doof anhört, wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. Von der Art und Weise war das absolut in Ordnung, taktisch war das grundsätzlich auch der Plan klar, auch gut. Aber wir haben Geschenke verteilt, also ich weiß nicht, ob das nachträgliche Weihnachtsgeschenke der Spieler waren, die wir verteilt haben. Die ersten drei Tore sind aus ganz, ganz klaren Fehlern passiert von uns im eigenen Ballbesitz und wir konnten danach eben die Tore dann auch nicht verhindern und danach wurde die Leistung nicht besser und deswegen müssen wir natürlich ganz klar sagen, dass es eine indiskutable Leistung war, was wir gestern auf den Platz gebracht haben. Clemens Fritz hat nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky gesagt, die Leistung war eine Frechheit. Würden Sie sich dieser Aussage auch anschließen? Ja, das kann man absolut unterstreichen. Wenn man in Köln bei allem Respekt vorm FC 7-1 verliert, dann ist die Leistung einfach ja eine Frechheit. Und das war ein Debakel, was wir erlebt haben. Und das müssen wir natürlich ja ganz, ganz schnell deutlich besser machen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich war zumindest erinnert an Deutschland-Brasilien 2014 bei der WM. Da schaute man hin und konnte es nicht ganz glauben. Entschuldigung, was macht man da als Manager? Geht man in die Kabine zur Pause, versucht noch zu retten, was eigentlich gar nicht mehr zu retten ist? Oder bleibt man da ganz stumm und auf seinem Platz sitzen? Was haben Sie gemacht gestern Abend? Nein, ich habe das Spiel wie immer von der Tribüne aus beobachtet und versucht, das natürlich relativ nüchtern zu betrachten, was gestern mir doch deutlich schwieriger gefallen ist, als das sonst der Fall war. Clemens Fritz ist bei uns derjenige, der auf der Bank sitzt, der auch in der Kabine tätig ist, der sich mit dem Trainerteam austauscht. Da habe ich mich auch gestern zurückgehalten. Das wäre, glaube ich, auch der falsche Weg gewesen. Wir haben natürlich auch mit Ole Werner derjenige, der diese Dinge dann auch mit der Mannschaft anspricht, bespricht. Wenn man aber mit 5 Gegentoren in die Halbzeit geht, da weiß man natürlich, dass es nicht der Top-Tag werden wird mehr. Und wir haben ja dann auch in der zweiten Halbzeit nicht die Lösung gefunden, die, glaube ich, möglich gewesen wären. Es ist dann immer, das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, dass man natürlich, wenn man so viele Gegentore zu Beginn bekommt, relativ schwer dann auch wieder in das Spiel zurückzufinden. Und das ist uns nicht gelungen. Und deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, weil wir jetzt eben durch die englische Woche sehr wenig Zeit haben, sich natürlich auf das zu besinnen, was uns zum Saisonstart eben auch ausgezeichnet hat. Und das müssen wir jetzt am Mittwoch gegen Union unbedingt auf den Platz bringen. Aber man, klare Worte von Ihnen, klare Worte von Clemens Fritz und auch Ole Werner, Ihr Coach, hat nach dem Spiel deutliche Worte gefunden. Schwer in Worte zu fassen, unsere Leistung heute unterm Strich desaströs, können wir uns, glaube ich, nur für entschuldigen. Darf sich auch niemand rausnehmen aus der Verantwortung, wenn du so ein Spiel ablieferst. Die ersten drei Tore, alle aus eigenen Standards, in der Art und Weise, wie sie fallen, fahrlässig einfach. Danach sind wir, und das darf uns in der Form einfach nicht passieren, wenn man über die ersten drei Tore noch reden kann, aber so auseinanderfallen, das geht nicht. Wir haben im Endeffekt dann uns ein Stück weit in unser Schicksal ergeben und das ist dann ja so in diesem Ergebnis geendet. Und unterm Strich wird es heute nichts Positives von meiner Seite geben, logischerweise bei so einem Ergebnis, bei so einer Leistung. Wichtig ist für uns, dass wir das Ganze morgen in aller Klarheit und in aller Deutlichkeit auch aufarbeiten. Ja, die Frage ist ja jetzt 1:7, kann mal passieren. Oder kann das einen Knacks geben jetzt für die nächsten Wochen? Sie spielen am Mittwoch gleich gegen Union weiter. Gibt es jetzt so ein 1:7 Zittergefühl in Bremen? Ja, es sollte nicht passieren, so eine Niederlage. Aber es ist passiert und damit müssen wir jetzt umgehen. Und wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass die Mannschaft sehr selbstkritisch umgeht. Die Aussagen, die die Spieler gestern nach dem Spiel getroffen haben, lassen mich dann aber jetzt auch nicht zweifeln. Da konnte sich kein Spieler rausnehmen und deswegen ist es überhaupt nicht angebracht, sich dort gegenseitige Schuldzuweisungen zu geben, sondern wir müssen diese Geschlossenheit, diesen Teamgeist, aber auch die Klarheit auf den Platz bringen, was uns stark gemacht hat, was uns auszeichnet und dass wir diese Abläufe, die auch gestern wirkt,
gerade zu Beginn des Spiels vorhanden waren, dass wir die wieder auf den Platz bringen. Das ist der Schlüssel und deswegen wird es definitiv auch so sein, dass ja nicht nur Ole Werner die Mannschaft heute mit der Analyse des Spiels letztendlich ja, vielleicht auch ein bisschen quält, auch zurecht quält. Aber natürlich ist auch wichtig, dass die Spieler sich äußern, warum wir dort diese Leistung ja nicht auf den Platz gebracht haben, sondern uns wirklich dann auch haben abschlachten lassen. Und das wirkt, ist eben wichtig, dass die Spieler dort auch ihre Meinung letztendlich einbringen und sich klar werden, dass wir so eine Leistung eben ja nicht akzeptieren können. Und unterm Strich, wenn man etwas Positives finden möchte, kann man ja sagen, steht Werder Bremen in der Tabelle als Aufsteiger immer noch relativ gut da. Herr Baumann, der einzige Bremer, der gestern getroffen hat, war Niklas Füllkrug. Der hat sich vor allem auch bei der WM in Katar in den Fokus aller gespielt. In den Sternen steht noch, ob er bleibt oder wechselt. Was würde denn ein Wechsel für Werder bedeuten, wenn Niklas Füllkrug Werder Bremen verlässt? Ja, Niklas ist für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass er auch in der restlichen Saison bei uns bleiben wird. Nun gibt es ja laut Sportbild auch schon Anfragen oder Interesse aus Mönchengladbach, aus Hoffenheim und vom FC Everton aus England. Liegt da denn irgendwas auf dem Tisch schon? Kann es nicht doch noch sein, dass bis zum 31. Januar der Niklas Füllkrug verschwindet aus Bremen? Ja, Sie haben ja einen kurzen Draht zu den Kollegen der Sportbild. Da müssen Sie sich dort nochmal nachfragen, weil mir ist darüber nichts bekannt. Insofern müssen Sie das intern nochmal klären. Gut, wir gucken mal in den Schreibtischen nach, ob da die Angebote liegen. Walter, schaut mal nach. Dann reichen wir Sie weiter. Aber wenn Sie denn kommen, die Angebote, die wir noch finden müssen, wo liegt denn beim SV Werder die Schmerzgrenze? 10 Millionen, 20 Millionen, 30? Sagen Sie doch mal, irgendeine Summe ist ja für die anderen Vereine interessant. Ja, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass die anderen Vereine im In- und Ausland natürlich auch die Lage der Liga natürlich auch sehr intensiv verfolgen. Trotzdem werden wir den Gefallen euch nicht tun können. Aber es ist auch gar nicht das Thema, weil wir haben überhaupt kein Interesse, Niklas abzugeben jetzt im Winter. Und so, dass wir dort finanziell keinen Druck haben, verkaufen zu müssen. Und wir haben ein sehr wichtiges Ziel, das ist der Klassenerhalt. Auch da möchte ich nochmal einordnen, dass wir als Aufsteiger bis jetzt, glaube ich, eine ordentliche Saison spielen. Aber wir müssen eben ähnlich viele Punkte holen, wie wir es bisher getan haben, dann unser Ziel zu erreichen. Deswegen wird bezüglich eines Transfers von Niklas Füllkrug von uns in keinster Weise irgendetwas forciert, sondern wir brauchen Niklas, unser Ziel dann auch erreichen zu können. Vielleicht wollen Sie aber ja noch mal mit Niklas Füllkrug reden. Er hatte ja seinen Vertrag im Sommer zu schlechteren Konditionen verlängert. Heißt das, man könnte jetzt, weil Angebote reinflattern können, auch seinen Vertrag einfach bei Werder noch mal nachjustieren? Ja, natürlich kann man das nicht ausschließen. Nur aktuell ist das kein Thema. Wir haben letztendlich den Vertrag gemeinschaftlich im Sommer auch verlängert. Natürlich in der Hoffnung, dass sich Niklas so entwickelt. Auch für Niklas war, glaube ich, damals die Vertragsverlängerung sehr wichtig, dass er den Kopf frei hat, auch die Leistung dementsprechend bringen zu können. Und ich glaube, man hat gesehen, dass das eine absolut richtige Entscheidung war. Und ich bin ein sehr großer Befürworter davon, dass man Verträge auch nach den Leistungen dementsprechend anpasst. Und Niklas ist bei uns schon absolut einer der Top-Verdiener. Und trotzdem kann man sich dort Richtung Sommer mit Sicherheit auch auseinandersetzen. Aber jetzt aktuell ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns auf die Spiele konzentrieren. Und das ist auch mit Niklas und seinen Beratern so besprochen. Von gestrigen Abend mal abgesehen, ist der SV Werder ja in dieser Saison gut durchgekommen. Trotzdem ist der Kader von der Stärke her quantitativ etwas dünn besetzt. Sehen Sie da auch Befürchtungen, dass, wenn es jetzt vielleicht mal Verletzungsfälle geben sollte, dass Sie da mit zu wenig Personal nicht durchkommen?
Ja, das ist so, dass wir jetzt Ausfälle von Leistungsträgern nicht eins zu eins so in der Breite ersetzen können. Das ist uns bewusst, das war uns vor der Saison bewusst. Trotzdem müssen wir einfach die Situation betrachten, wo wir herkommen. Wir kommen aus wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Zeiten durch die Pandemie, natürlich auch durch den Abstieg. Wir sind als Aufsteiger im Gehaltsgefüge der Liga mit Sicherheit auch eher auf den Abstiegsplätzen einzuordnen. Und das muss man eben betrachten. Und für uns war es eben auch wichtig, dass wir mit vielen wichtigen Spielern wie Marco Friedl, Miloš Veljković, Niklas Füllkrug als Beispiel, Ilie Grujew, die Verträge eben auch verlängern können, um mit dem Stamm, mit dem wir aufgestiegen sind, auch in die Liga gehen zu können, haben, glaube ich, dort insbesondere ablösefreie Spieler dann noch verpflichtet, die über eine gewisse Bundesliga-Erfahrung verfügen. Und das führt eben dazu, dass man eben auf der Position, sagen wir, 18 bis 23 dann vielleicht nicht so top besetzt ist, wie man sich das vielleicht in einem Wunschszenario vorstellen würde. Aber das ist einfach die Realität. Und wir haben dort eben Spieler, die junge Spieler, die Entwicklungspotenziale haben. Und das ist auch ganz bewusst ein Weg, den wir gehen wollen, junge, entwicklungsfähige Spieler Stück für Stück weiterzuentwickeln und sie dann, wie das bei Ilie Grujew oder Romano Schmid, glaube ich, auch sehr, sehr gut gelungen ist, dann immer mehr Spielzeiten geben zu können. Herr Baumann, die Konkurrenz rüstet auf. Werder Bremen war, stand jetzt nicht auf dem Transfermarkt tätig. Maxi Mittelstädt lange hoch im Kurs, der hat jetzt bei Hertha verlängert bis 2027. Wollen Sie noch nachlegen oder schließen Sie komplett aus, dass Werder jetzt noch auf dem Transfermarkt im Winter tätig wird? Das eine ist wollen, das andere ist können. Und ich habe es gerade auch schon gesagt, auch die letzten Wochen und Monate immer wieder betont, dass dort aus wirtschaftlichen Gründen jetzt auch nichts mehr möglich sein wird im Winter. Und ich bin aber auch überzeugt, dass wir mit diesem Kader auch den Klassenerhalt schaffen können. Ich glaube, die Jungs haben das in der Hinrunde bis hierhin größtenteils gut bis sehr gut auch gemacht. Und wir haben nicht umsonst 21 Punkte jetzt nach 16 Spielen. Das ist eine ordentliche Bilanz, die wir natürlich auch in der Rückrunde bestätigen müssen. Aber ich habe Vertrauen in die Spieler, ich habe Vertrauen in das Trainerteam, dass sie eben die Spieler eben auch weiterentwickeln können. Und ich glaube, das hat man in den letzten 12 Monaten ja gesehen, dass Spieler sich weiterentwickelt haben, dass sie die Anpassung an die Bundesliga auch sehr, sehr gut umgesetzt haben. Und deswegen gibt es für mich keine Zweifel daran, dass das in der Rückrunde nicht möglich sein sollte. Sie sagen ja, Werder spielt eine ganz ordentliche Saison, auch mit Blick auf diesen Tabellenplatz. Marvin Ducksch ist im Sommer sogar so weit gegangen. Er hat gesagt, mit diesem Kader und dieser Mannschaft können wir diese Saison etwas Großes erreichen. Was kann das am Ende bedeuten, etwas Großes für Werder Bremen in dieser Saison, abgesehen vom Klassenerhalt? Ja, das ist erstmal der Klassenerhalt. Das ist so und alles, was darüber hinaus an Punkten kommt, wenn wir frühzeitig den Klassenerhalt reichen sollen, dann ist das, glaube ich, was Großes, was die Mannschaft dann eben auch geleistet hat. Aber die Mannschaft holt eben auch die Punkte und deswegen müssen die Jungs natürlich dann auch schnellstmöglich bessere Leistung bringen, als wir das gestern in Köln gezeigt haben. Nun hatten wir beide uns eine Frage aufgeschrieben, da stand es noch 0-0 in Köln. Ich stelle sie Ihnen trotzdem, wir tun es mal so, als hätte es ein 1-7 gar nicht gegeben. Ole Werner leistet sicher hervorragende Arbeit in Bremen. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass da jetzt auch mal der eine oder andere noch etwas größere Club als Werder vorstellig wird und sagen, den können wir auch gebrauchen? Hat er eine Ausstiegsklausel, um es mal klar zu fragen? Nein, da habe ich keine Bedenken. Auch wenn wir gestern 7-1 gewonnen hätten, hätte ich dort keine Bedenken. Erstmal sind wir mit Ole Werner natürlich sehr zufrieden. Auch trotz des Ergebnisses gestern gibt es da überhaupt keine Bedenken. Andererseits fühlt sich Ole in Bremen auch sehr, sehr wohl. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Ich glaube, menschlich passt er hier sehr, sehr gut nach Bremen. Ist ja ein Norddeutscher durch und durch. Und sportlich eben auch. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, neben der Anzahl der Punkte, ist eben auch etwas, was Ole auszeichnet, was Werder Bremen aber auch immer wieder ausgezeichnet hat über die Jahrzehnte.
und wo wir ja auch Stück für Stück wieder hinkommen wollen, dass wir eben einen aktiven Fußball spielen, dass wir einen mutigen Fußball spielen. Ich glaube, das haben wir in der Hinrunde in ganz, ganz vielen Spielen auf den Platz gebracht. Insofern passt das insgesamt sehr, sehr gut. Und wenn man sich Oles Karriereweg mal anschaut, ist Ole, glaube ich, keiner, der als Typ alle 2-3 Jahre bei einem anderen Verein auflaufen muss. Wichtig ist aber natürlich für ihn und für uns, dass wir uns als Verein natürlich weiterentwickeln, dass wir sportlich Schritt für Schritt uns verbessern, was dann natürlich auch zur Folge hat, dass unsere wirtschaftlichen Situation eben Stück für Stück eben auch besser wird und wir dort einfach mehr Möglichkeiten haben, uns in diesem Verdrängungsfeld Bundesliga dann auch beweisen zu können. Dann war da noch die Frage nach der Ausstiegsklausel. Ja oder nein? Die habe ich überhört. Ah, okay. Das muss ich mal sagen. Ganz bewusst. Klares Jein, oder? Dann versuchen wir es gleich in Stimmt oder Stuss vielleicht nochmal. Da dürfen Sie nur mit Stimmt oder Stuss antworten. Damit machen wir nämlich weiter. Ups. So, also machen wir gleich Stimmt oder Stuss, Herr Baumann. Das heißt, Sie dürfen nur mit Stimmt oder Stuss antworten. Ich lasse Sie jetzt mal mit der vorherigen Frage in Ruhe. Darum kümmert sich Walter gleich. Meine Stimmt oder Stuss erste Frage lautet, Werder ist ja auf allen Positionen weiblich stark besetzt. Deshalb wird Werder der erste Verein mit einer Bundesliga-Trainerin, sollte Ole Werner mal nicht mehr da sein. Stimmt oder Stuss? Wenn es einen Bundesliga-Verein gibt, der eine weibliche Cheftrainerin bekommt, dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Werder Bremen ist. Insofern eher stimmt. Das war jetzt, aber. Wen dann zum Beispiel, gäbe es da schon eine Kandidatin, die Sie in weiter Ferne eventuell auf dem Zettel hätten? Ja, es ist so, dass wir durchaus auch bei Werder Bremen im Jugendbereich, im männlichen LZ durchaus eine sehr, sehr interessante Trainerin hatten. Mit Louis Ether, eine ehemalige Spielerin, die auch mit Potsdam die Champions League gewonnen hatte, die wir als Trainerin im Leistungszentrum bei uns eingestellt hatten, hauptamtlich, die sich dort weiterentwickelt hat, die uns leider letztes Jahr vom DFB abgeworben wurde, aber die mit Sicherheit eine hohe Qualität hat, eine Fachkompetenz hat und der ich auch zutrauen würde, im männlichen Bereich auch höherklassig zu trainieren. Dann können Sie sie ja zurückwerben, wollte ich gerade wenn die sagen. Zeit gekommen ist. Stimmt oder Stuss, These Nummer 2. Frank Baumann hat zumindest darüber nachgedacht, Max Kruse jetzt im Winter zurückzuholen. Ja, stimmt und Stuss. Wir beschäftigen uns natürlich mit vielen Spielern und deswegen ist es auch kein Geheimnis, dass Max im Winter, da er auf dem Markt ist, auch mal intern diskutiert wurde. Aber insofern Stuss auch, weil es nie ein konkretes Thema für uns war. Auch aus finanziellen Gründen, oder? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass wir finanziell eben jetzt auch im Winter nichts machen können. Und Max hat hier eine super Zeit gehabt. Ich glaube trotzdem, dass wir dort jetzt auch eine andere Situation haben, dass es bei Max eine etwas andere Situation gibt. Und insofern war das wirklich kein konkretes Thema bei uns. These Nummer 3 lautet, solange Frank Baumann noch bei Werder Bremen ist, wird Werder noch einen großen Titel holen. Stimmt das oder ist das Stuss? Da meine Zeit bei Werder ja auch begrenzt ist, weil ich für mich entschieden habe, in meiner persönlichen Lebensplanung jetzt nicht bis 66 oder 67 tätig zu sein, befürchte ich, dass das eher nicht klappen wird. Also Stuss. Stüsschen, würde ich ein mal Stüsschen. Sagen. Stüsschen. Herr Baumann, ein anderer Bremer oder Ex-Bremer, muss man sagen, ist in dieser Woche berufen worden zu einem der wichtigsten Ämter im deutschen Fußball. Rudi Völler soll die Nationalmannschaft wieder flott kriegen als Direktor in der Bierhoff-Position, zumindest was die Nationalmannschaft angeht. Ist Rudi Völler der Richtige? Hätten Sie sich da vielleicht eine jüngere Lösung gewünscht?
Wie sieht der Bremer das? Bei dieser Frage müssen Sie übrigens nicht nur mit Stimmt oder Stuss antworten. Nein, das ist jetzt Stimmt oder Stuss vorbei. Da können Sie auch zwei erklärende Sätze noch sagen. Ja, aber ich kann dem schon zustimmen. Ich durfte Rudi Völler selbst als Teamchef erleben in der Nationalmannschaft. Durfte auch 2002 bei der Weltmeisterschaft dabei sein, habe ihn dort ja auch hautnah erlebt. Natürlich in einer etwas anderen Rolle, aber als auch damals, muss man schon sagen, war Rudis Stärke, dass er erstmal das Team insgesamt, glaube ich, ja erstmal gut zusammengestellt hat, dass er aber auch ja ein Team, ein Wir-Gefühl auch entwickeln konnte und dass er natürlich auch in der Öffentlichkeit diese ja, Akzeptanz hat, die Popularität hat, dort gewisse Dinge auch vernünftig einzuordnen, aber wenn es notwendig ist, auch mal verbal durchaus heftiger dazwischen zu grätschen. Und ich glaube, das ist etwas, was der Nationalmannschaft insgesamt jetzt im Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land sehr, sehr gut tun wird. Aber ich glaube, es ist auch richtig, dass der DFB sich damit auseinandersetzt, wie man die anderen Aufgaben, die Oliver Bierhoff bisher begleitet hat, eben auch besetzen kann. Glauben Sie denn daran, dass Rudi Völler es schafft, bis 2024, bis zu dieser Heim-EM, die DFB-Elf so umzukrempeln, dass man da ein erfolgreiches Turnier gestalten kann? Ja, das ist möglich. Ich habe das auch in meiner Spielerzeit eben auch erlebt. Wir haben 2004 jetzt auch keine tolle Europameisterschaft gespielt. Auch davor, bis auf die WM 2002, waren jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Wir haben eine WM 2006 gehabt, wo man auch nicht genau wusste vor dem Turnier, wie stark ist die deutsche Mannschaft, bekommt man die Begeisterung im ganzen Land eben auch vereint. Damals ist es auch gelungen und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, dass es auch in den nächsten anderthalb Jahren möglich sein sollte. Und der SV Werder kann ja mit Niklas Füllkrug den Torjäger der Nationalmannschaft stellen Richtung 2024. Noch eine ganz andere Frage zum Schluss. Steffen Baumgart hat was ganz Ungewöhnliches gemacht vor dem Spiel. Er hat einfach zwei Tage vorher seine Mannschaftsaufstellung benannt. Da hat man gedacht, boah, warum macht er sowas? Normalerweise machen die Trainer ja ein bisschen Geheimniskrämerei um die Aufstellung. Und dann, ihr wusstet alles, hat trotzdem nicht geholfen. Ist das ein Weg für die Zukunft, einfach offen damit umzugehen, die 11 Leute am Freitag oder am Donnerstag zu benennen und dann mal gucken, was passiert? Es scheint ja so, als hätte es Glück gebracht, diese Strategie. Geschadet hat es nicht. Ja, ich glaube schon, dass das in dem Fall auch wirklich eine bewusste Strategie ist. Ich gibt aber aus meiner Sicht auch, glaube ich, gute Gründe, warum man eben dem Gegner die Aufstellung, die Taktik vielleicht nicht im Vorfeld zuschickt. Aber insofern, glaube ich, hat Steffen Baumgart erstmal für das Spiel alles richtig gemacht. Er wollte mit Sicherheit dort auch ja, ein gewisses Selbstvertrauen eben auch ausdrücken. Und das hat gestern ja auch absolut geholfen, auch wenn wir dort reichlich Unterstützung dazu beigetragen haben. Das heißt ja, so gesehen müsste Werder dann morgen schon die Aufstellung für den Mittwoch benennen. Ich erwarte die Aufstellung per Mail gerne. Herr Baumann, besten Dank. Ich würde sagen, damit können wir ihn entlassen, oder? Wir haben Sie genug gequält. Besten Dank für Ihren Besuch hier bei Lage der Liga und alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Trotzdem noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank, schöne Sendung noch. Tschüss. Danke. Danke. Also erwarten wir am Montag schon die Aufstellung von Werder für die englische Woche? Glaube nicht, aber oder nicht? Es gab ein paar erstaunliche Antworten, muss man sagen. Für mich erstaunlichste war klar, dass er sich vorstellen kann, dass wenn es eine weibliche Trainerin gibt, dass die dann beim SV Werder ist. Und er hat auch schon den ganz klaren Namen im Kopf, muss man sagen, wenn es soweit kommen sollte. So, warte, ich würde sagen, wir schnaufen ganz kurz durch, oder? Und dann erwarten wir Hasan Salihamidžić, den Bayern-Vorstand, hier bei uns in der Sendung. Wir werden über das Spiel gegen Leipzig reden und vor allem über diesen Mann. Jan Sommer nämlich, der steht jetzt zwischen den Pfosten, und über die neuen Männer beim FC Bayern. Hier alles gleich bei Lage der Liga mit Bayern-Vorstand Hasan Salihamidžić. Herzlich willkommen zurück zur Lage der Liga hier bei Bild. Und wir sprechen, Sie sehen es schon hier in meinem Hintergrund, über den neuen Mann zwischen dem Pfosten, über die neue Nummer 1, auch wenn er die nicht auf dem Rücken trägt beim FC Bayern, nämlich Jan Sommer. Der hat sein Startelfdebüt gegen Leipzig gegeben und unser Bayern-Insider konnte mit ihm darüber sprechen, wie er sich darauf vorbereitet, wie das ablief und auch wie er zu Hause abschaltet. Musik
Ja, Julian Nagelsmann hat gesagt, ein Torwart mitspielen wie du braucht 15 Minuten, sich die Bayern Abwehr einzustellen. Wie lange hast du wirklich gebraucht? Ja. Ich meine, es ist ganz normal, dass wenn man nicht, ich hatte 2 Tage in München, die Mannschaft kurz kennengelernt, ein kurzes Abschlusstraining gehabt, viele Tests gehabt und so. Dann direkt nach Leipzig. Ist klar, dass noch nicht alles zu 100% funktioniert. Aber ich fand, wir haben es gut gemacht. Sie kennen mich noch nicht gut, ich kenne Sie noch nicht gut. Und darum war es wichtig, dass wir gut sprechen, dass wir gute Positionen haben, dass wir uns ein gutes Gefühl geben untereinander. Und ich fand, wir haben das im Großen und Ganzen heute auch ganz gut gemacht. Vom Poker her war nichts von dir zu hören, keine Forderung, warst die ganze Zeit still. Wie sah es denn innerlich in dir aus? Ich meine, das war ein Angebot nach dem anderen. Hast du mal ein bisschen zittern müssen, dass es am Ende vielleicht doch nicht klappt? Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe mich dann irgendwann mal auch ein bisschen abgeschottet, ein bisschen zurückgezogen, weil es war halt viel und es wurde auch viel geschrieben. Und ja, mir ging es einfach nur darum, dass ich in der Zeit immer sehr offene Gespräche hatte mit meinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach, und das habe ich sehr geschätzt. Und dann auch gute Gespräche mit meinem neuen Club, jetzt mit dem FC Bayern München. Und das war wichtig, dass es am Schluss einfach eine saubere Lösung gibt. Und ja, und ich freue mich jetzt riesig, dass ich diesen neuen Challenge, neue Herausforderung annehmen konnte. Du vertrittst Manuel Neuer. Eine Parallele gab es beim Spiel, der Reklamierabend. Der ist schon legendär bei Manuel Neuer. Das war beim Gegentor. Was war der Grund? Ich dachte 100%, das wäre faul. Ich war mir sehr sicher. Ja, Schiedsrichter hat dann anders entschieden. Ich habe es gar nicht mehr genau gesehen. Aber darum habe ich probiert zu reklamieren. Du hast bis 2025 unterschrieben. Julian Nagelsmann hat auch gesagt, er rechnet mit Neuer im Juni, im Juli, im August. Ist es denn für dich jetzt schon klar, dass du den Konkurrenzkampf annehmen wirst? Oder sagst du, da musst du im Sommer nochmal sprechen? Ich muss ganz ehrlich sein, ich mache mir noch nicht viele Gedanken um den Sommer, weil ich bin jetzt angekommen. Ich freue mich jetzt erst auf diese neue Herausforderung, diese neuen Aufgaben, neue Challenges in meiner Karriere mit diesem Team und dem großen Club. Und da freue ich mich jetzt einfach drauf, Step by Step. Und ja, und dann werden wir sehen nachher, wie jetzt die nächsten Wochen laufen. Eine ganz andere Frage, du sollst Gitarre spielen. Welche Musik spielst du denn so? Ich muss dazu sagen, ich spiele Gitarre, ja. Ich habe jetzt aber 2 kleine, süße, wilde Mädels zu Hause. Jetzt ist es mehr so ein bisschen ein Rumgeklimper, aber ja, ich mag so Singer-Songwriter-Sachen. Einfach, es ist für mich etwas, was mich neben dem Fußball ein bisschen runterbringt, mein Horizont ein bisschen erweitert. Ich lerne neue Sachen dabei, lerne neue Leute dabei kennen. Ja, macht Spaß. Das Jan Sommer also, und über Jan Sommer und viele Themen mehr beim FC Bayern sprechen wir jetzt mit Hasan Salihamidžić, dem Bayern-Vorstand. Auch an Sie herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank. Hasan, Jan Sommer hat gesagt, zum Abschalten spielt er ein bisschen Gitarre. Heißt das, wir sehen bald ein Duett mit Sommer und Salihamidžić? Können Sie auch ein Instrument spielen? Tatsächlich habe ich früher Klavier gespielt, bin in die Musikschule gegangen, aber habe seit 20 Jahren bestimmt nicht gespielt, aber meine Tochter Selina kann das ganz gut. Vielleicht können die beiden das besuchen. Ja, wäre nicht schlecht. Würden wir uns anhören auf jeden Fall. Das würden wir hören, ja. Hasan, Sie, wir haben gestern bei Bild Jan Sommer zu seinem Startelfdebüt bei Bayern die Note 3 gegeben. Würden Sie sich dem anschließen? Ach, ich glaube, Jan hat das jetzt... Ich habe jetzt nicht über die Note nachgedacht, aber er hat das sehr, sehr gut gemacht, hat Präsenz gezeigt, hat sehr gut mitgespielt, war 2 Tage da, deswegen ja, mit den Trainern hat er die Abläufe ein wenig, ist er durchgegangen. Ich glaube, das hat alles sehr, sehr gut ausgesehen. Er hat die Sachen gehalten, auch die zu halten waren. Deswegen bin ich sehr zufrieden und froh, dass er hier ist. Sehr, sehr gut, sehr zufrieden ist ja eine 1+. Das heißt, Sie würden Bild dann widersprechen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt über die Note nicht nachgedacht, aber sagen wir mal, um Bild vielleicht ein bisschen zu verbessern, würde ich ihm eine 2 geben. Hätten wir gewonnen, hätte er noch mehr gekriegt. Okay, einigen wir uns auf 2 bis 3, das geht auch. Ist in Ordnung, da sind wir auf der gleichen Straße. Dann hat der FC Bayern ja einige Torhüter. Einen Verletzten mit Manuel Neuer, einen, der im Tor steht, mit Jan Sommer, und einen Verliehenen mit Alexander Nübel, der in Monaco zurzeit ist. Alexander Nübel hat sich gestern im ZDF Sportstudio geäußert. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Er hat sinngemäß gesagt, dass er nur dorthin gehen möchte, wenn seine Leihzeit in Monaco am Saisonende ausläuft, wo er die Wahrscheinlichkeit hat, zu spielen. Er hat quasi durch die Blume gesagt, wenn Neuer die Nummer 1 ist, würde er
nicht gerne zurückkommen. Deswegen die Frage an Sie, was hat der FC Bayern mit Nübel vor? Werden wir ihn überhaupt jemals wieder im Bayern-Trikot sehen oder wird er denn vielleicht ganz verkauft werden? Also grundsätzlich ist Alex oder hat Alex eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Das war genau der richtige Schritt für ihn, nach Monaco zu gehen. Klar wollte er Einsatzzeiten haben. Hier war das nicht so, wie er sich erwartet hat. Deswegen hat er den Schritt gemacht. Ich glaube, wenn man den jetzt sieht, wie er im Tor steht, wie er als Persönlichkeit auch dasteht, war dieser Schritt sehr, sehr wichtig. Er ist ja noch ein halbes Jahr da, dann ist der natürlich unser Torwart und das werden wir dann managen. Natürlich beobachten wir seine Entwicklung ganz genau und werden uns dann im Sommer unterhalten. Er hat einerseits Sie gelobt und Oliver Kahn, dass man immer Kontakt gehalten hat in seiner Monaco-Zeit. Andererseits hat er den Torwarttrainer Tapalovic kritisiert, dass er sich so gut wie gar nicht gerührt hat. Werden Sie das jetzt nochmal ändern? Werden Sie Ihrem Torwarttrainer sagen, ruf den nochmal bitte in Monaco an? Ja, das hätte so sein sollen. Darüber werden wir natürlich intern sprechen. Hasan, Sie haben jetzt Sommer, Ulreich und dann im Sommer, wenn Neuer hoffentlich wieder fit zurückkommt, auch Manuel Neuer. Sollte Jan Sommer jetzt wirklich auch die restlichen Spiele dieser Saison sehr erfolgreich gestalten und eine sehr gute Performance abliefern, was machen Sie dann, wenn Manuel Neuer wieder fit ist? Naja, es ist erstmal so, dass Manuel Neuer verletzt ist und wir sehr froh sind, dass Jan Sommer da ist. Wir haben noch Ulle da und sind sehr froh, dass wir zwei erfahrene Torhüter jetzt haben, mit denen wir in die Saison gehen. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir dann sehen werden, natürlich, wie unser Kapitän zurückkommt und wie es ihm geht. Und dann werden wir im Sommer alles bewerten und das dann managen. Beim FC Bayern wird nach außen immer sehr freundlich über Manuel Neuer und seine Verletzung gesprochen. Aber müssen Sie nicht eigentlich doch ziemlich sauer sein, dass er durch zumindest Leichtsinnigkeit einen Skiunfall hervorgerufen hat, der jetzt dem FC Bayern so viele Probleme bereitet hat? Da muss man doch die Faust in der Tasche haben eigentlich. Na, ihr könnt euch vorstellen, dass als ich angerufen wurde aus dem Krankenhaus, als Manuel sich verletzt hat, dass sie sehr schockiert war. Trotzdem, ihr erinnert euch auch, wie viel Freude uns Manuel Neuer bereitet hat, wie viel er mit uns gewonnen hat. Und jetzt ist das Wichtigste. Und Manuel weiß, dass er auch natürlich einen Fehler gemacht hat. Das ist doch klar und das tut ihm auch sehr leid. Aber jetzt das Wichtigste für uns und für Manuel ist, dass er seine Verletzung auskuriert, dass er genauso stark kommt, wie er vorher war. Und dann schauen wir mal weiter. Aber jetzt werden wir ihm natürlich alle Zeit der Welt geben, und jedem Support geben, um wieder fit zu werden. Das ist das Wichtigste. Natürlich werden wir über alles andere auch sprechen. Hasan, jetzt sind Fehler natürlich auch menschlich und passieren. Nichtsdestotrotz haben Fehler, bringen Konsequenzen mit sich, also haben Folgen. In dem Fall klar, dass man Jan Sommer holen musste. Der war ja auch nicht ablösefrei und umsonst, sondern hat auch Geld gekostet. Muss man sich jetzt beim FC Bayern die Frage stellen, ob Manuel Neuer sich an den Zusatzkosten, die der FC Bayern jetzt dadurch tragen muss, beteiligen muss? Ich sagte gerade, wir werden über alles sprechen. Nur das Wichtigste für mich, und das müsst ihr auch verstehen, dass ein Spieler, der verletzt ist, erstmal einen Support braucht. Das wissen wir besser vielleicht als ihr, aber das ist eben so. Manuel wird unterstützt. Ihm wird die ganze Zeit gegeben, die er braucht, um fit zu werden. Über alles andere werden wir aber intern auch sprechen. Am Freitag hatte man in Leipzig so ein bisschen das Gefühl, in einer Szene, da steht ja doch Manuel Neuer auf dem Platz, nämlich als Jan Sommer beim Leipziger Gegentor spontan den Arm hob. Gehört der Reklamierarm eigentlich beim FC Bayern zur Grundausstattung für einen Torhüter? Das ist mir wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt sehe ich das Bild da, das sieht gut aus. Also wenn er so weitermacht und seine Leistungen so bringt, dann kann er auch genauso reklamieren wie Manuel. Also für den Reklamierarm gibt es auch von Hasan Salihamidžić die Note 1. Schauen wir uns die Szene nochmal im Bewegtbild auch an, Hasan, gemeinsam mit Ihnen. Da ging es auch um ein mögliches
offensiv faul. Das ist Goretzka und Kimmich, die da protestieren. Und das ist die Szene, um die es geht. Hier im Zweikampf Kimmich gegen Silva. Kimmich kommt da zu Fall. Silva bringt den Ball rein. Dann ist es Szoboszlai und Heizenberg, der dann letzten Endes zum 1:1 vollendet. Danach gab es den Reklamierarm und auch Proteste von Goretzka und Kimmich. Und der Schiedsrichter Daniel Siebert, der hat sich dazu dann auch geäußert. Und zwar wie folgt diese Szene erklärt. Ich sehe also einen Zweikampf, der ist nicht kontaktlos, ist korrekt. Die linke Hand von Szoboszlai war es, glaube ich, ist auf der linken Schulter von Kimmich dran. Für mich ist der Kontakt aber sehr minimal, nicht ausreichend dafür, dass ich dort offensiv voll gebe und das Tor wegpfeife. Ein bisschen Kontakt sollte erlaubt sein, von daher in Summe für mich kein Foul. Gehen Sie damit oder würden Sie da auch den Reklamierarm heben? Ganz ehrlich, habe ich auch gedacht am Anfang oder auch nach dem Spiel, als ich diese Szenen gesehen habe, nochmal im Fernsehen, habe ich gedacht, es ist faul. Kontakt war da, aber später, als wir natürlich nach den ganzen Interviews, als wir uns unterhalten haben, hat der Jo gesagt, dass es eben nicht so schlimm war, trotzdem Kontakt da war, aber dem Schiedsrichter eben, ja, der Schiedsrichter das eben so gesehen hat und das Tor nicht weggepfiffen hat. Kann man so werten. Ich hätte mich gefreut, wenn er Foul gepfiffen hätte. Aber im Nachhinein, als ich mit Jo gesprochen habe, hat er auch bestätigt, dass es nicht so schlimm war. Deswegen kann man das Tor geben. Wir haben auch nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter, standen wir da, haben das alles diskutiert. Noch ein paar andere Szenen, genauso eigentlich, wie man sich das wünscht. Wir haben darüber gesprochen und ich glaube, dass trotz all dem so ein Unentschieden gerecht war. Jetzt haben natürlich viele darauf geschaut, wie wird Joshua Kimmich auftreten. Er hatte selbst davon gesprochen nach dem WM-Aus, dass er möglicherweise in ein psychologisches Loch fällt. Er wirkte in Leipzig, zumindest für uns hier, etwas gehemmt. Wie haben Sie ihn gesehen und steckt er noch im WM-Loch? Also ich habe jetzt jede Trainingseinheit gesehen, seitdem wir angefangen haben. Er hat einen überragenden Trainingslager gespielt, hat sich wirklich wieder sehr, sehr gut zurückgemeldet. Und ich kann euch sagen, dass oder was ich denke, ist, dass unsere Mannschaft eben nicht die beste Leistung gezeigt hat. Besonders, sagen wir mal, die letzte halbe Stunde. Die erste Halbzeit war okay. Aber Jo ist meiner Meinung nach genauso wieder da wie vorher. Natürlich hat er jetzt bei dem Tor ja einen Fehler gemacht oder zumindest der Ball, der in die Mitte ging, war ja eben nicht unbedingt nötig. Aber ansonsten ist das ein Spieler, der für unsere Mannschaft ganz, ganz wichtig ist. Er ist Führungsspieler. Er ist einer, mit dem wir Titel gewonnen haben, und ich bin mir sicher, mit ihm werden wir weitere Titel gewinnen. Er ist auch jetzt noch unser Kapitän, deswegen bin ich froh, dass der Jo bei uns ist und er wird uns noch viel, viel Freude bereiten. Ich glaube, dass er sich natürlich auch nach der WM viele Gedanken gemacht hat, aber er sich jetzt 100% auf den FC Bayern konzentriert und nicht alles, aber 99% vergessen hat. Hasan, nun war es ja nicht die einzige strittige Szene in diesem Spiel. In dieser hatte Bayern etwas Pech, in der nächsten Bayern tatsächlich etwas Glück. Da geht es um Upamecano in der 62. Spielminute. Sehen wir hier, kriegt dafür von Siebert nur Gelb, hätte auch mit etwas Pech für den FC Bayern die rote Karte geben können. Oder würden Sie da gänzlich dagegen gehen? Nein, das hat mit meiner Meinung nichts zu tun. Wir haben das, wie ich schon gerade gesagt habe, nach dem Spiel alle zusammen besprochen. Da war Herr Fröhlich auch noch da nach dem Spiel. Ganz klar, keine rote Karte. Das ist viel zu weit vom Tor entfernt. Da sind auch andere Spieler dabei. Deswegen, es geht ja jetzt nicht um meine Meinung, sondern es ist eine ganz klare Schiedsrichtermeinung, auch vom Herr Fröhlich auch die Meinung, ganz klar, gute Entscheidung vom Schiedsrichter, da nur Gelb zu geben. Nicht nur, sondern da Gelb zu geben.
Hören wir uns an, wie Herr Siebert, nicht Herr Fröhlich, das verargumentiert hat. Und auch Marco Rose hat dann diese Erklärung akzeptiert. Für mich ist es kein Rot, weil einfach die Distanz zum Tor zu weit weg ist. Wäre das zentral vorm Tor, kurz vorm Strafraum, ist eine andere Situation. Und ich habe auch das Gefühl, dass Delikt in der Szene noch drin ist. Der ist im Vollsprint. Wäre er zum Beispiel statisch oder noch weiter weg, hätte er nicht mehr eingreifen können, dann wäre für mich Rot. Und ich hoffe, mittlerweile hast du das auch akzeptiert. Besser kann man es nicht erklären. Hervorragend argumentiert. Und auch ich habe es jetzt verstanden. Ja, ist doch schön. Ne? Wenn alle so friedlich miteinander umgehen nach dem Spiel, ist alles in Ordnung. Ja, er hat das sehr, sehr gut erklärt. Wenn das näher gewesen wäre, vor dem Strafraum oder im Strafraum, da wäre komplett eine andere Situation. So ist das einfach, die Distanz zum Tor ist viel zu weit weg. Und wie ich schon gesagt habe, andere Spieler auch da sind. Deswegen ganz klar, Gerd. Wir müssen noch über Ihren Torschützen reden, über Schupo. Schupo auf dem Platz, Thomas Müller auf der Bank, kam als Joker denn rein. Ist das das Modell FC Bayern? Ach, ich glaube, FC Bayern, wie ihr seht, hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Auch in der Breite sind wir sehr gut aufgestellt, auch wenn wir ein paar Verletzungen haben. Aber jetzt bei dem ersten Spiel war auch noch Kingsley auf der Bank, Otel auf der Bank, auch andere Ryan, Sabitzer und so weiter. Der Bank, Spieler, die alle Spieler, die, sag ich mal, auch verdient hätten zu spielen. Es ist ein großer Konkurrenzkampf. Und jetzt hat es mal die Jungs getroffen, aber in den nächsten Spielen kann das genauso andere treffen. Deswegen, ja, wer Leistung bringt, wird spielen. Dann ist Schupo 34. Aber grundsätzlich, Schupo, ja. Entschuldigung, nochmal, Schupo hat grundsätzlich eine sehr, sehr gute Phase. Er hat sie in die Mannschaft reingespielt und ja, macht einfach Freude, ihn so spielen zu sehen. Ja, ohne Zweifel. Und jetzt steht die Frage an, er ist 34 oder wird 34, wenn sein Vertrag im Sommer ausläuft, was macht ihr denn mit ihm? In dem Alter gibt es ja normalerweise nur ein Jahresverlängerung. Gilt das für ihn auch? Oder überhaupt? Wird er überhaupt verlängert, der Vertrag? Ja, wir sind gerade in Gesprächen mit seinem Management. Sind sehr gute Gespräche. Wir wollen unbedingt, dass er bleibt. Er hat auch gesagt, möchte unbedingt bleiben. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Details auch klären können. Hassan, 5 Punkte Abstand sind es. Durch das 1:1 hat man den Abstand an der Tabellenspitze gewahrt, auch weil Freiburg gegen Wolfsburg verliert noch mehr. Legen Sie sich jetzt mal fest, eine klare Vorhersage für diese Saison. Holt Bayern die Meisterschaft, das Double oder gar das Triple? Was wird es am Ende? Wie ihr wisst, wir haben die höchsten Ansprüche an uns. Wir sind in allen drei Wettbewerben da, gut vertreten. Wir haben natürlich schwierige Spiele im Pokal Mainz, in der Champions League Paris vor der Brust. In der Meisterschaft sind wir Tabellenführer. Deswegen ja, wollen wir so viel wie möglich und denken von Spiel zu Spiel. Wir denken von Spiel zu Spiel. Das ist eigentlich ein diese Satz, Aussage den wirklich. Nicht gerne ich hätte gerne hören. Zum Abschluss wirklich was anderes von Ihnen gehört, Hassan. Ganz schnelle Frage. Rudi Völler ist zum DFB-Direktor befördert worden. Wird er jetzt regelmäßig an der Säbener auftauchen? Wie finden Sie die Entscheidung, Rudi, neuer Bierhoff? Ja, ich denke, große Erfahrung. Er weiß, er kennt sich mit dem DFB aus. Eine gute Entscheidung. Und natürlich ist es wichtig, wie die Nationalmannschaft performt. Das würde ihm natürlich auch seine Arbeit erleichtern, wenn die Jungs immer gewinnen würden. Hassan, das ist besser als wir denken von Spiel zu Spiel. Damit sind auch Sie entlassen. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Lage der Liga und schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Sonntag vorher. Dankeschön. Danke. Dann beim nächsten Mal vielleicht mit einem Gitarren-Klavier-Duett. Das würden wir gerne mal hören. Salihamidzic. Sommer und Tochter Salihamidzic. Und Sommer. Walter, ich bedanke mich auch bei dir natürlich, wie immer. Wir sehen uns wieder nächste Woche, ne? Man sieht sich. An gleicher Stelle um die gleiche Uhrzeit. Hier geht es jetzt weiter mit dem Besten aus dem internationalen Fußball. Mit International, das war's von Lage der Liga. Schönen Sonntag weiterhin. Bleiben Sie dran, wenn Sie noch alles zum internationalen Fußball wissen wollen. Bis dahin. Tschüss.